Im Vergleich zu den späten 80er, frühen 90er Jahren wissen die Leute zumindest, dass es AIDS gibt. Und ob jetzt aber die Verantwortung und die Awareness wirklich gestiegen ist, dass also sozusagen den Begriff des sozialen AIDS, das ist eigentlich ein eher frustrierendes Thema. Und der Lifeball ist dafür auch wirklich ein ganz wichtiger Partner. Das kleine Baby ist in Europa als stärkster Geldgeber auf Platz 13 gereiht und ist der erste Event in diesem Ranking. Somit ist der Lifeball in Wien die größte jährliche stattfindende AIDS-Charity, die es überhaupt gibt. Ja, jetzt, ich war ein kleiner Bub, der nicht einmal 30 war, wie das begonnen hat. Jetzt kommen auch schon die ersten grauen Haare.